Das war ja schon irgendwie nicht gut. Ja, mein zweiter Versuch, dieses Video aufzunehmen zu Nintendos E3 Digital Event. Es war nicht schlecht. Es war unterhaltsam, aber es war enttäuschend. Ich habe hier eine Liste gemacht mit allen Sachen, die aufgetaucht sind, und ich werde einfach von oben nach unten durchgehen. Wir haben angefangen mit Star Fox Zero. Sieht unglaublich gut aus. Ich werde nicht das Gamepad zum Steuern benutzen, tut mir leid, aber ich möchte gerne das Spiel sehen. Nicht auf dem fucking das Gamepad starren. Aber das Spiel sieht gut aus. Ich fand's ganz cool, dass sie gesagt haben, wo die Inspiration für die Spielereihe herkam und so. Das fand ich echt gut gemacht. Ansonsten, ich freue mich drauf, wie sonst noch dieses Jahr bekommen. Wird wahrscheinlich so ein Weihnachtstitel, so ein Feiertagstitel halt. Und doch, ich denke, es wird ganz, ganz cool. Es ist eines der bestaussehendsten Spiele auf der Wii U. Die Verwandlung finde ich alle cool. Muss man schauen, wie es wird. Dann hatten wir Skylanders und die komischen Bowser und Donkey Kong Amiibos. Nintendo, warum habt ihr damit Zeit verschwendet? Die Leute, die sich Digital Events angucken, kaufen sich keine Skylanders. Das war verschwendete Zeit, die sie genauso gut für andere Sachen hätten benutzen können. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer dass wahrscheinlich diese Amiibo Skylander-Dinger. Es werden vermutlich wieder so drei Stück davon hergestellt. Dann hatten wir Legend of Zelda Triforce Heroes. Eine der wenigen Überraschungen auf der Konferenz oder bei dem Event. Und ich freue mich drauf. Four Swords Adventures auf dem GameCube war ziemlich cool und sie haben vernünftigen Grund angegeben, warum es nur drei Helden gibt statt vier. Ich hoffe, dass ich da zwei andere Leute für ein Koop-Let's Play finde, vielleicht zwei andere Poketuber. Und sonst, ja, ich freue mich drauf. Ich habe da sonst nichts mehr zu sagen. Es sieht verdammt cool aus. Und diese Totem-Time, was ja direkt zu einem richtig tollen Hashtag wurde. Sieht als Spielmechanik ganz cool aus, diese Kostüme, die man tragen kann. Link im Zelda-Kostüm. Geben einem dann neue Fähigkeiten. Okay, wenn Mario das kann, warum nicht auch Link? Aber ja, da freue ich mich drauf. Ich hätte zwar auch ganz gerne zumindest von dem Zelda Wii U gehört, auch wenn klar war, dass man es nicht sehen wird auf der E3. Aber gut, das muss halt ausreichen. Dann hatten wir Hyrule Warriors für den 3DS. Wurde vorher schon geleakt, war daher nicht eine große Überraschung. Ich glaube nicht, dass ich es mir holen werde. Ich habe mir den Wii U-Teil nicht geholt, deswegen sehe ich keinen Grund dafür, mir den 3DS-Teil zu holen. Aber die beiden anderen Charaktere, wer waren das? Tetra und der König da? Was übrigens mega der Spoiler für Wind Waker ist, wollte ich nur mal anmerken. Also, das ist schon ein ganz schön großer Spoiler. Ja, gut. Wer es haben will, soll es sich holen. Hyrule Warriors ist kein schlechtes Spiel, im Gegenteil, viele lieben es. Und ja, mein Fall ist es nicht. Dann hatten wir den Tritt ins Gesicht überhaupt. Metroid Prime Federation Force. Es ist eine Petition gestartet worden, um das Spiel zu stoppen. Finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Die Leute wollten ein richtiges Metroid. Hätten sie das Spiel einfach nur als Spiel rausgebracht, ohne den Metroid-Namen drauf zu klatschen, wäre es den Leuten egal gewesen. Sie wären enttäuscht gewesen, dass es wieder kein neues Metroid gab, aber sie wären nicht wütend darüber geworden, dass man so einen Scheiß daraus macht. Es ist eine Minispiel-Missionssammlung-Gedöns im Metroid-Universum, in dem man irgendwelche Federation-Soldaten spielt. Yay! Nee, Nintendo. Ich bin kein Fan von der Metroid-Reihe, ich habe kein Problem mit ihr, es ist einfach nicht mein Fall. Aber ganz ehrlich, ihr Metroid-Fans da draußen, ihr tut mir leid. Ihr tut mir wirklich leid. So selten kommt Spieler raus dazu und dann ist es so ein Bullshit wie Federation Force. Ja. Dann hatten wir Fire Emblem If, was jetzt offiziell Fire Emblem Fates heißt. Wem es gefällt, soll es sich holen. Auch hier wieder. Ich werde es mir holen, vermutlich. Vorher sollte ich vielleicht Awakening spielen. Das habe ich nämlich immer noch nicht gespielt. Aber ich fand es einfach toll, wie dieser Fire Emblem Fates Trailer so dunkel war und so. Und auch am Ende, wo sie da lag und meinte, wenn du mich umbringen musst, dann mach es als du selbst. War ein bisschen düster. Und danach haben wir Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei bekommen. Einfach nur J-Pop, bunte Farben, Japan, Japan. Ja, war
kleine 180 Grad Drehung dazu. Und tut mir leid, aber ich denke, Pro Jared hat es schon ganz korrekt als Weeaboo Babe beschrieben. Es ist mir zu japanisch. Tut mir leid, aber nein. Es ist definitiv nicht mein Spiel. Es sah einfach aus wie ein verdammter Anime. Ich glaube, da hinten liegt ein totes Tier. Egal. Es sah aus wie ein Anime. Nein, es war mir zu bunt, es war mir zu quietschig, es war mir zu japanisch einfach. Das ist... Zumal ich keine der beiden Reihen wirklich kenne. Also würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich wäre ein riesiger Fire Emblem-Fan und ich habe mich schon immer für Shin Megami Tensei interessiert, dann könnte ich vielleicht sagen, hole ich es mir, aber da ich keine der beiden Serien mag... Dann hatten wir Xenoblade Chronicles X. Eines der Spiele, über die wir schon Bescheid wussten. Wir haben ein Release-Date bekommen. Ich glaube zumindest für die USA. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch für Europa gilt. Und ja, auch so ein Spiel, das ich mir wahrscheinlich nicht holen werde. Je nachdem, vielleicht so als Weihnachtsgeschenk oder so. Aber ich bin kein Fan von JRPGs. Xenoblade Chronicles war da so die Ausnahme. Auch wenn es in der Sicherheit ganz cool ist, in diesen riesigen Robotern zu kämpfen. Nein. Kein Spiel für mich. Dann Animal Crossing Happy Home Designer. Das ich mir vermutlich holen werde, denn bei dem, was die noch im Treehouse da gezeigt haben, war es echt niedlich. Es war ein echt niedliches kleines Spiel. Und ja, die Amiibo-Karten dazu, wenn man die einscannt, dann kann man halt die Häuser von den jeweiligen Bewohnern einrichten. Ist ganz cool. Mal schauen, je nachdem, was der Preis wird, ob ich es mir hole oder nicht. Und dann haben wir Animal Crossing Amiibo Festival. Und dazu habe ich nur eine Sache zu sagen. Fick dich, Nintendo. Es sah aus wie ein Animal Crossing für die Wii U, was ich persönlich predicted habe. Ich habe mich so darüber gefreut, denn auf einmal, hey, hier ist ein schlechter Mario Party Klon. Und übrigens muss man, jeder Spieler braucht einen eigenen Amiibo. Eigenes Amiibo, Dedidas Amiibo, keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht man für jeden Spieler ein eigenes Amiibo. Was mich jetzt interessiert, wird das Spiel kostenlos? Wenn es ein 50-Euro-Spiel ist und ich für 4 Spieler noch 4 Amiibos dazu kaufen muss, dann nee. Wenn es kostenlos ist, kann ich es alleine spielen, weil ich mir vermutlich nur KK Slider als Amiibo holen werde. Das ist absolut wahnsinnig. Vor allem ist es nicht mal... Sonst war es so, ja, ich könnte die Amiibos nutzen, um eine extra Waffe freizuschalten. Oder die komischen KI-Fighter bei Smash Brothers. Und hier ist das jetzt. Wenn ihr euch die nicht kauft, könnt ihr nicht spielen. Okay, Nintendo. Wenn ihr mehr als 5 Stück davon herstellt, vielleicht. Aber das weiß man bei euch ja nicht. Tut mir leid, aber das... Gestern war ich traurig und deprimiert und enttäuscht. Heute bin ich nur noch wütend über dieses Direct. Oder Digital Event. Warum nicht einfach... Wir hätten... Nintendo, ihr hättet Animal Crossing New Leaf nehmen können und daraus Animal Crossing New Leaf HD machen können. Es hätte sich verkauft. Ich hätte es mir vermutlich gekauft, denn ich bin ein riesiger Animal Crossing Fan. Aber diesen Bullshit mache ich nicht mit. Außer halt ein Amiibo, weil Amiibos sind günstige Collectibles, die cool aussehen. Na, Wario? Ja, Wario sieht das auch so. Und die ganzen anderen da hinten auch. Dann haben wir noch was zu Yoshi's Woolly World gesehen, wo dann auch nur war, ja, ich habe ein Yoshi-Amiibo gestrickt, weil ich wollte, dass die Leute glücklich sind. Das ist schön für dich, gute Frau. Du und deine Yoshi-Armee da vorne, aber hättet ihr die Zeit nicht nutzen können, um ein neues Spiel zu zeigen? Oder einen Trailer für einen neuen Smash-Charakter, irgendwas in der Richtung? Ihr hättet die Zeit nutzen können, um Ryu nochmal vorzustellen. Ganz ehrlich. Nee, wisst ihr, was viel besser gewesen wäre? Hätten sie Roy und Ryu nicht gezeigt am 14. bei dem Smash Direct und hätten die beiden stattdessen jetzt vorgestellt und hätten dafür fucking Skylanders und Woolly World rausgenommen. Im Ernst, dann wäre die Direct weit besser gewesen. Klar, wir haben die Charaktere auch schon gekannt, weil sie geleakt wurden. Durch Nintendos eigene Schuld, möchte ich anmerken. Aber es wäre besser gewesen. Dann haben wir Yo-Kai Watch, was jetzt lokalisiert wird für den Westen und ich glaube auch noch dieses Jahr kommen soll.
Ich habe mir ein bisschen was zu dem Spiel angeguckt. Es ist sehr Pokémon-ähnlich, was ich cool finde. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich im Auge behalten werde. Je nachdem, wie es mit meiner finanziellen Situation aussieht zu dem Zeitpunkt. Denn wir dürfen nicht vergessen, es kommen dieses Jahr noch recht viele Sachen raus von Nintendo. Werde ich es mir eventuell holen? Ich müsste eigentlich mal. Ich weiß, dass Nintendo was gepostet hat mit Sachen, die noch dieses Jahr rauskommen. Aber halt unter anderem ganz viele Amiibos und so. Jetzt in 9 Tagen kommt Yoshi's Woolly World raus zum Beispiel. Das war auch nochmal ein Hit, wo ich mich sehr drauf freue. Und ja, Yo-Kai Watch scheint aber ein ganz niedliches Spiel zu sein. Dann das Spiel. Ganz ehrlich, das einzige, worüber ich mich wirklich gefreut habe. Mario und Luigi Paper Jam Bros. Mario und Luigi trifft auf Paper Mario. Das sieht verdammt cool aus. Man hat gesehen, ich weiß nicht, ob das während eines Kampfes war oder während eines Minispiels, aber da war A für Mario, B für Luigi und Y für Paper Mario. Ich weiß nicht, ob Paper Mario auch so seinen Angriffsknopf in den Kämpfen bekommen wird. Oder ob sie sagen, er hilft nur bei bestimmten Fähigkeiten und somit aus. Ich hoffe, er wäre tatsächlich ein eigener Charakter, der selber kämpfen kann und so, halt in den Kämpfen mit dabei ist. Und ich hoffe, bitte Nintendo, gebt uns ganz normal Erfahrungspunkte, Leiste mit Fähigkeiten, die wir leveln können, also Stats. Und macht das nicht dasselbe wie bei Sticker Star. Sticker Star war kein gutes Paper Mario Spiel. Es ist an sich ein gutes Spiel. Aber kein gutes Paper Mario. Aber ich freue mich drauf. Ich finde, das ist eine verdammt coole Idee. Und hoffe, dass sie. Ich hoffe ja, dass Fawful. Wie heißt der? Ich weiß gar nicht, wie der mehr auf Deutsch heißt. Aber der Böse aus Bowser's Inside Story zum Beispiel. Ich hoffe, dass er wieder dabei ist, denn er ist ein sehr lustiger Feind. Ja, dann haben sie noch eine Sache angekündigt: Mario Tennis für die Wii U. Es ist Mario Tennis. Ich kenne jemanden, der sehr darauf gehypt ist. Wie man auf Mario Tennis gehypt sein kann, weiß ich nicht. Aber gut. Einfach nicht mein Spiel. Und dann haben wir noch den Mario Maker, über den wir uns noch mehr erzählt haben. Nintendo, ich weiß, ihr wollt den Mario Maker verkaufen. Ist vollkommen nachvollziehbar. Aber so sehr müsst ihr ihn nicht bewerben. Und. Dieses, ja, so haben wir damals Mario Level 1.1 designt. Das ist echt interessant, gebe ich zu. Ich wusste das zwar schon, aber ich finde es interessant. Nun muss man sowas bei einem E3 Digital Event machen. Kann man das nicht in einem anderen Direct, in einem Mario Maker Direct machen? Warum nicht ein Mini-Direct zu Mario Maker kurz vor der, oder kurz nach der E3? Ja, dann haben sie halt angekündigt, dass man mit Amiibos Sprites freischalten kann für Mario Maker. Dann könnt ihr als 8-Bit-Refit-Trainerin oder Link oder Inklinge? Kini? Oh, das wäre cool. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber vermutlich auch als Mega Man und Yoshi und so spielen. Ja. Ist ein ganz lustiges extra Feature. Und sowas ist meiner Meinung nach die Art und Weise, wie sie Amiibos nutzen sollten. Nicht wie bei Animal Crossing Amiibo Festival oder nicht mal wie bei Splatoon. Denn tut mir leid, aber. Speziell bei Splatoon waren die nichts anderes als On-Disk-DLC. Es war einfach nur DLC, was auf der CD schon drauf war, was du dann freigeschaltet hast mit den Amiibos. Und das sollte so nicht sein. Ja, aber so kann man es gerne nutzen. Es ist ein nicht wichtiges Extra. Und ja, ich finde es ganz niedlich. Ich freue mich tierisch auf den Super Mario Maker. Ich finde den Namen Mario Maker besser als Super Mario Maker, weil Super Mario Maker klingt wie ein Sequel. Oder eine Sequel. Aber ja, gut. Was weiß ich schon, ich bin kein verrückter Japaner, der Spiele bindet. Ich freue mich drauf, Mario Maker wird auf jeden Fall zu einem Channel-Projekt werden, davon könnt ihr schon mal ausgehen. Ich werde viele Sachen erstellen im Stream und in Videos und ich werde viel spielen. Auch wenn ich Angst habe vor dem Kram, was die Leute bauen werden. Kaizo Mario HD. Ja, aber ich denke, das war alles, was ich so zu sagen habe. Kein neues Pokémon, wobei man dazu sagen muss, es kommen 2 Pokémon-Spiele raus. Super Pokémon Mystery Dungeon, glaube ich, heißt es. Und Pokken Tournament, auch wenn es bei uns noch nicht angekündigt wurde. Kein Main-Title-Pokémon, davon bin ich aber auch ausgegangen, denn
seit 2008 haben wir jedes Jahr ein neues Pokémon-Spiel bekommen. Ich glaube, das war Platin, Heart Gold, Soul Silver. Oh Gott, was war das dann? Dann Schwarz-Weiß, dann Schwarz und Weiß 2, dann XY und dann Oras. Ich glaube, so war das. Dieses Jahr bekommen wir keinen, es war klar, denn die wurden alle spätestens im Mai angekündigt. Nächstes Jahr ist das 20. Jubiläum von Pokémon. Und ihr wisst, was das heißt, Nintendo? Pokémon Snap 2, Pokémon Stadium 3, ein neues Pokémon XD und Colosseum oder zumindest irgendwelche Remakes oder Wii U-Versionen davon und mindestens ein neues, was heißt mindestens ein neues, meint halt Pokémon, klar, zwei so wie sonst auch. Das erwarte ich jetzt von euch. Und vielleicht Pokémon Amiibos, die auch mal was bringen. Denn bis jetzt habe ich mir kein Pokémon Amiibo geholt, weil die ziemlich useless sind. Gut, das war's von mir. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr von Nintendos Digital Event gehalten habt. In die Kommentare damit. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, dann bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.